meine Lieben, und willkommen wieder zu einem neuen schönen Part von Let's Play Kingdom Hearts. Mein Name ist TheLifeBoss alias TheLife und wir machen an der Stelle weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, beziehungsweise werden uns jetzt die letzten beiden Sachen noch verknüpfen. Das müssten, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, die Papado-Eier. Nein, die wir brauchen. Frag mich jetzt bitte nicht, warum diese Dinger so heißen. Ich hab keine Ahnung. Man braucht immer nur ein paar Papageien. Ich weiß es gar nicht. Wenn ich nur eins brauche, dann ist es auch gut. Dann ist es mir ehrlich gesagt relativ bumpe. Weil dann müssten wir alles haben. Perfektes Timing. Das hier? Ich mache eine Kette aus Thalassa-Muscheln. Die Seeleute haben früher immer Thalassa-Muscheln getragen. Man glaubte, dass sie vor Gefahren auf See schützen. Ich habe heute auch etwas gefunden. Hier, das gehört dir. Nochmal High Potion. Müde? Machen wir Schluss für heute? Noch nicht. Du willst noch nicht schlafen? Hoffentlich kannst du morgen aufstehen. Denn bevor wir nämlich gleich aufhören, nein, das heißt aufhören, also mit dem Tag hier in dem Sinne aufhören, nein, da will ich gar nicht rein, Ausrüstung. Denn ich hatte beim letzten Mal leider vergessen, euch etwas zu zeigen, und zwar die Protestkette, die ich ja bekommen habe. Eine Protestkette, so ist ein Ausrüstungsgegenstand, der in dem Falle unsere Werte erhöht, also sprich so wie HP, MP, AP, Angriff und Abwehr. Was AP ist, das werde ich später euch noch erklären. Aber sagen wir mal so, wir werden jetzt erstmal die Protestkette anlegen, denn je mehr Verteidigung, umso besser. So, jetzt machen wir eigentlich mit der eigentlichen Aufgabe weiter. Oh, hoppala. Müde, machen wir Schluss heute und sowas dann. Also morgen ist der große Tag. Wir sollten uns ausruhen. Ups. Ein kleiner Scherz am Rande. Okay, mal sehen, was jetzt passiert. Du weißt, Rico hat sich verändert. Wie meinst du das? Tja. Alles okay? Sora, wir nehmen uns das bloß und hauen ab. Nur wir beide. Hä? War nur ein Scherz. Was ist denn in dich gefahren? Du bist diejenige, die sich verändert hat. Vielleicht. Zuerst hatte ich ein bisschen Angst davor. Aber jetzt bin ich bereit. Egal, wohin ich gehe oder was ich sehe. Ich weiß, ich kann jederzeit hierher zurück. Stimmt's? Ja, na klar. Das ist gut. Sora, bleib immer, wie du bist. Hä? Ich kann's kaum erwarten, dort raus zu segeln. Das wird genial. Okay. Warte mal, Leute. Das werde ich jetzt immer wieder pausieren, damit ich das schneller lesen kann, weil das ist sonst zu fix. Donald. Entschuldige, dass ich ohne ein Wort aufbreche, aber es braut sich großes Ungemach zusammen. Ich weiß nicht wieso. Wollte ich eigentlich gar nicht, aber egal. Ich weiß nicht sowieso, aber die Sterne sind einer nach dem anderen verloschen. Das bedeutet großes Unheil. Ich verlasse euch ungern, aber ich muss der Sache nachgehen. Es gibt jemanden mit einem Schlüssel, dem Schlüssel für unser Überleben. Du und Goofy müssen ihn finden und bei ihm bleiben. Verstanden? Ohne den Schlüssel sind wir verloren. Geht zur Stadt Travers und sucht Leon. Er wird euch den richtigen Weg weisen. PS? Entschuldigst du mich bei Mini? Danke, mein Freund.
Die Liebe der König. Liebe Güte, was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass wir dem König vertrauen müssen. Donnerwetter, ich hoffe, ihm ist nichts passiert. Eure Hoheit, keine Angst. Wir finden den König und diese Schlüssel. Ich danke euch, euch beiden. Gelsi, lasst bitte auf. Natürlich. Und passt auf euch auf, ihr beiden. Ach ja, und als Chronist eurer Reise wird er euch begleiten. Hier drüben! Ich heiße Grille, Jiminy Grille, zu euren Diensten. Wir hoffen, dass ihr gesund zurückkommt. Bitte, helft dem König. Zu Absolut! Oh, Donnerwetter, Jiminy. Deine Welt ist auch verschwunden. Es war schrecklich. Wir wurden alle getrennt. Anscheinend bin ich der Einzige, der sich in dieses Schloss retten konnte. Oh, wie? Oh, klar. Du meinst, wenn wir in einer anderen Welt sind, dürfen wir nicht verraten, woher wir sind. Hm? Wir müssen die Weltordner verteidigen. Genau, die Weltordnung. Tja, schätze, wir brauchen neue Klamotten, wenn wir da sind. Hm? Sagen, was man will, aber Disney hat sich, was das betrifft, echt selber übertroffen. In der Hinsicht. Chip und Chip. Also dazu werde ich mich jetzt mal nicht äußern. Aber gut, okay. Ich kann's kaum erwarten, dort raus zu segeln. Das wird genial. Ein Sturm? Oh nein, das Floß! Da bin ich schon verschwunden, so ungefähr. Verschwunden. Na, okay. Das lasse ich jetzt mal lieber. Was ist das? Was zum... Ricos Boot. Und Kairis. Ja, schon wieder. Ich kann euch nicht mal angreifen. Also ich kann schon, aber ich treffe leider nicht. Ich verpasse mir mal eben kurz. Hört mal bitte, dass da ein Speicher auf dem Bus. Oh ja.
Oh, jetzt aber. Für den Fall der Fälle, falls das schief geht. Man weiß ja nie. Was ist das für eine Tür? Ich musste erst Rico finden. Hä? Man schützt sich auf. Der Gute befindet sich dort. Wo ist Kairi? Ich dachte, sie wäre bei dir. Die Tür hat sich geöffnet. Was? Die Tür ist offen, Sora. Wir können jetzt in die Außenwelt. Was redest du da? Wir müssen Kairi finden. Kairi kommt mit uns. Gehen wir einmal durch. Kann es sein, dass es für immer ist. Vielleicht sehen wir unsere Eltern nie wieder. Und es gibt kein Zurück. Es könnte unsere einzige Chance sein. Angst darf uns nicht abhalten. Ich fürchte die Dunkelheit nicht. Rico? Jetzt kann ich... auch hier die Gegner bekämpfen, die ich vorher nicht bekämpfen konnte. Aua. Ich weiß, dass ich einigermaßen gut gelevelt habe. Als ich sagte Ganze, da meinte ich auch Ganze und nicht nur einen Teil. Feines Fido! Ich gehe da mal rein und dann gleich nochmal speichern. Für den Fall der Fälle. Ich würde mal interessieren kurz. Ja, 94, okay, nein, das kann ich knicken. Viel Zeit habe ich dann doch nicht zu leveln. Leider. Pisst euch, ihr Kackbuch, ja. Gib mir das. Euch will ich sehen, dass ich so los bin, bevor ich hier wirklich gleich weitergehe. Möchte ich die hier wenigstens noch loswerden. Weil ihr mir nämlich gehörig gerade auf die Liste geht. Muss ich ganz ehrlich mal an der Stelle sagen. Das ist gar nicht erst.
So, das dürften jetzt alle gewesen sein. Dann mal diese komische Tür in dem Sinne mal öffnen, falls das irgendwie möglich wäre. Wow, das leckt ja wie Sau gerade. Aber wenigstens bin ich hier in Sicherheit. Kairi! Sora! Ach hallo, mit dir hatte ich ja schon lange das nicht mehr. Ich bitte mal eben ganz kurz, war ja nur im ersten Part, aber egal. Au! Was? Ich hab doch getroffen! Geht doch. Verdammt! Doch schneller als ich gedacht habe. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen wundert, aber auch gut, okay. Traverstown, die Stadt Travers. Will ich dich was hier schauen? Hey, vielleicht sollten wir zuerst Leon suchen. Donald, ich wette, dass... Was machst du schon, du Schlaumeier? Was ich weiß? Komm her, Pluto. Ein Traum. Ah, das ist gar kein Traum. Ah, wo bin ich? Oh Mann. Hast du eine Ahnung, wo wir sind? Oh, hey! Oh, okay. Yeah.
Okay. Ist das alles seltsam hier? Ich bin in einer anderen Welt. Ja! Damit sind wir in der Stadt Travers angekommen. Und... ich gehe jetzt erstmal hier rein, weil ich nämlich gerne hier sein möchte. Hereinspaziert, was kann ich... wie kann ich behilflich? Ach, bloß ein Kind. Hey, ich bin kein Kind. Und ich heiße Sora. Okay, okay, beruhige dich, Kleiner. Warum so ein langes Gesicht, Sora? Hast du dich verlaufen? Nein. Naja, vielleicht doch. Wo sind wir hier? Hä? In der Stadt Travers? Sag mal, Opa, ist dies wirklich eine andere Welt? Nenn mich nicht Opa. Ich heiße Sid. Wie auch immer. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber auf deiner Insel sind sie bestimmt nicht. Ich sollte lieber Rico und Kairi suchen. Also viel Glück, was immer du vorhast. Und wenn du in Schwierigkeiten steckst, komm zu mir. Vielleicht kann ich dir ja weiterhelfen. Okay. Ich würde aber mal sagen, wir machen hier Schluss für heute. Kann sein, dass der Part vielleicht ein bisschen kürzer geworden ist. Betonung liegt auf kann. Aber das, was ich vorhabe, wird ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Sprich, es könnte sein, dass wir hier länger brauchen werden für das, für die nächste Aufgabe. Deswegen speichere ich hier ab, beziehungsweise habe ich ja schon hier abgespeichert und mache erst beim nächsten Mal wieder weiter. Und ich hoffe natürlich, dass euch der Part gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr mir natürlich wie immer, wenn ihr wollt, einen Daumen hoch geben. Natürlich, wenn ihr wollt, auch abonnieren nicht vergessen. Und beim nächsten Mal geht es dann hier an dieser Stelle wieder weiter. Und ich kann daraufhin nur noch sagen, bis dahin, ciao, ciao, euer The Life Force alias T-Life. Und natürlich auch, ciao, ciao.